Die Delfine zeigen den Weg. Tausende von ihnen, soweit das Auge reicht. Sie sind auf der Jagd. Vor der Küste Südafrikas folgen sie einer Beute, die nur sie aufspüren können. Und ihnen steht ein Festmahl bevor. Das ist eine Riesenschule von sogenannten gemeinen Delfinen. Da ist gerade einer gesprungen. Tausende und Abertausende von gemeinen Delfinen. Und wir können sie jetzt beim sogenannten Sardine Run beobachten. Der Sardine Run, auf Deutsch Sardinenrennen, ist die jährliche Wanderung von Millionen von Sardinen in diesem Teil des Indischen Ozeans. Die riesigen Schwärme ziehen sowohl Raubtiere an, als auch Touristen. Diese Gruppe Taucher sucht nach Sardinenanzeichen an der Wasseroberfläche. Also wir haben hier vorne gerade ein bisschen was gesehen, ein paar Anzeichen für einen möglichen Köderball. Viele Delfine, ein paar Vögel, die abtauchen. Es ist etwa einen Kilometer vor uns, also man muss wirklich weit gucken, um diese Dinger zu sehen und zu finden. Aber wenn man sie findet, ist es etwas ganz Besonderes. Nach mehreren Stunden auf See haben sie Glück. Die Kapturpel sind schon da. Das ist ein sogenannter Köderball. Es handelt sich um eine Gruppe von Sardinen, die von Raubtieren vom Hauptschwarm abgeschnitten werden. Delfine umzingeln die Fische und treiben sie aus der Tiefe an die Oberfläche. Das Chaos ist in Wirklichkeit ein choreografierter Tanz, der durch die symbiotische Beziehung zwischen den verschiedenen Raubtieren ermöglicht wird. Das Festmahl kann beginnen. Sardinen suchen gerne Schutz in der Tiefe. Und da kommen die Haie ins Spiel. Die Haie sind unten und halten sie davon ab, runterzugehen. Und die Delfine sind an den Rändern. Diese Delfine, du kannst sehen, wie sie springen. Sie halten die Sardinen im Grunde davon ab, wegzulaufen. Schließlich schleicht sich der bedrohlichste Gast an. Das ängstliche Publikum schaut aus der Ferne zu. Ein großer Schwarzhai schließt sich dem Fressrausch an. Die Sardinen versuchen verzweifelt zu entkommen, aber der Köderball ist in wenigen Minuten dezimiert. Die Jagd ist vorbei und die Jäger gehen getrennte Wege. Wissenschaftler glauben, dass die Sardinenjagd mit den Fortpflanzungszyklen der Fische zusammenhängt. Die Jagd wird sich in den nächsten 3 bis 4 Monaten viele Male wiederholen, wenn die Schwärme kilometerweit wandern, bis die Sardinen wieder im offenen Meer verschwinden. An der Oberfläche ist nun Ruhe eingekehrt. Nur die Schuppen im Wasser zeugen noch davon, was sich hier abgespielt hat.